Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Unboxing. Ich habe hier was bekommen. Ich habe ja im Livestream schon ein bisschen angeteasert, dass was kommt, womit ich für euch ein bisschen was machen kann. Und das ist er. Die Logitech Brio 4K Streaming Edition ist das. Die kann 4K in 60 FPS. Und da bin ich mal echt gespannt. Das ist doch der alte Karton. Also soweit mir jetzt gesagt wurde, ist es der alte Karton. Und der neue soll dann wohl ein bisschen anders aussehen. Ich hole euch mal ein Stück ran. Die werden wir nämlich jetzt mal auspacken. So. So, Pappe erstmal weg. So. Und da haben wir dann halt hier vorne die Brio drauf. Wir haben hier X-Split. Hier unten steht Logitech. Hier oben Brio 4K Streaming Edition. Weil es gibt die Brio in der normalen Edition und es gibt die Brio in der Streaming Edition. Bei der Streaming Edition, da ist ein Programm mit bei, da könnt ihr den Hintergrund wahrscheinlich wieder, also denke ich mal, dass es mit bei ist, ich habe mich noch nicht schlau gemacht, wahrscheinlich den Hintergrund wieder wegmachen. So wie bei der C922, das war ja auch eine Streaming Edition Kamera und da haben sie ja für Streaming extra Sachen eingebaut. Das werden wir uns dann alles angucken, was da mit bei ist und mal gucken, welche Treiber Logitech da anbietet. Und hier oben steht dann auch noch 4K. Ne, 4K war nur bis 30 FPS und 1080p, aber dafür 60 FPS. Und 1080p werde ich für Streaming nutzen. Dadurch soll es jetzt besser aussehen. Der Winkel ist ein bisschen weiter. Ich kann ein bisschen mehr ranzoomen und ja, hier dann an der Seite dann auch nochmal Brio 4K Streaming Edition. Und halt, das ist für X-Split, OBS, Skype, Zoom. Ja, steht da halt alles drauf. Und hier haben wir dann halt auch die Kamera nochmal drauf. Und hinten auch nochmal 4K und was alles kann. Das werden wir aber mal auspacken. Dafür muss ich mir erstmal mein Messer wieder raussuchen hier. So. So, mehr ist da nicht drin. Einfach ein schlichter schwarzer Pappkarton. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das hier aufkriegen. Ah, hier oben. Und wenn wir das dann hier einmal aufmachen, haben wir dann hier ein Pappschild. Ne, das ist Plastik. Das ist Plastik mit der Brio drin. So, ich mache das mal so rüber, dass ihr seht, was dann alles mitkommt. Dann haben wir hier nochmal einen Pappkarton. Und in diesem Pappkarton, ach, hier ist der Streaming Key. Ah ja, hier steht es halt drauf, der ist bis zum 31.12.2018, also hinfällig. Aber trotzdem packen wir das mal nach unten. So. Und dann haben wir hier Sachen mit bei. Die gucken wir uns jetzt mal an. Aha, okay. Also, wir haben hier erklärt, 1, 2. Okay, das ist ein Sichtschutz. Okay, da kann man die Kamera. Okay, also das ist für die Kamera. Das werden wir uns im Hardware-Video angucken. Das kannst du drauf machen, um die Linse zu verbergen. Also, dass die halt nicht an ist. Okay, man kann sie auf ein Stativ schrauben. Und eine Anleitung haben wir auch noch mit bei. Und halt den Streaming Key. Wenn ihr sie natürlich jetzt kauft, ist natürlich ein funktionierender Streaming Key mit bei. Ist ja klar. Dann das für die Linse. Dann haben wir, ach, eine Tasche ist hier mit bei. Falls wir sie mitnehmen wollen. Ach, da steht so ja Logitech drauf.
Ich weiß nicht, sieht man das irgendwie so ein bisschen? Ich muss mal gucken, dass man das irgendwie so macht, dass man das sieht. Da so ein bisschen. Ist ein nettes Gimmick. Ich stehe auf so kleine Gimmicks. So, können wir das auch erstmal wieder da reinpacken. Folie weg. Und jetzt gucken wir uns den USB-Kabel an. Also da fällt mir jetzt schon der erste Unterschied auf zur C922 und zur C920. Der USB-Kabel ist einzeln. Der ist bei den Vorgängermodellen ist der fest dran. Hier ist er einzeln. Ist auch USB 3.0, so wie ihr seht. Und ein USB-C ist das sogar. Und der scheint ziemlich lang zu sein. Und er ist viel dicker als von den alten Kameras. Viel, viel dicker. Okay, und hier ist auch dann so ein Bändchen wieder mit bei. Hier mit Klettschluss, mit Klettverschluss. So, das ist dann halt dafür, wenn wir nur so ein Stück brauchen, weil wir es vielleicht am Laptop nutzen oder so, dass wir die andere Hälfte vom Kabel praktisch so aufgerollt lassen können. Und das liegt dann hinten, dass es dann nicht so viel Kabel offen rumliegt. So, und jetzt gucken wir uns die Brio mal an. Und vor allen Dingen die Halterung der Brio. So, das ist die Brio. Es ist dicker, als ich gedacht habe. Jetzt machen wir das mal hier unten ab. Ich will mal gucken, wie die festgemacht wird am PC. So. Wir haben hier wieder, so wie bei der C922, hier ist Gummi. Hier unten ist Gummi. Also da das komplette hier und hier auch wieder. Und die wird dann halt so rauf gemacht. Kann man sie neigen? Oh, man kann sie neigen. Das ist gut. Also wir können sie praktisch jetzt so festmachen. Wartet mal, ich muss euch das mal so. Ich mache das mal hier am Karton, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Ich halte das jetzt einfach mal fest. Ihr müsst euch vorstellen, der Karton ist jetzt praktisch der Bildschirm. Und dann könnt ihr die jetzt auch so komplett neigen, ihr könnt die so ja bis nach unten machen und praktisch eure Tastatur filmen. So, finde ich sehr gut. Kann man das auch abdrehen oder ist das dauerhaft fest drauf? Ich will es auch nicht kaputt machen. Aha. Das wird gedreht und das wird einfach nur abgemacht. Das wird einfach nur abgemacht. Seht ihr das? Hier ist dann der Nippel dran und der ist dann hier drinne. Also da haben wir eine Winde und links und rechts halt so ein Stück Schlitz und da kommt es ran. So, jetzt müssen wir mal das hier wieder rauf machen. Aber sitzt fest, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass es fest sitzt, aber es sitzt fest. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt ist beim Streamen, also beziehungsweise beim Einstellen, ob da irgendwas Negatives auftaucht oder so. Weil bei der C922 und C920 war es so, da war das auch fest dran, also konnte man es nicht abklicken. Und da war dann praktisch hier das Schraubgewinde und dann konnte man das praktisch so anklappen und die Kamera auch so machen. Und konnte das halt dann auf dem Stativ ein bisschen machen. Ich verlinke euch unten in die Infobox, mache ich hier ein Video von einem Vergleichsvideo von der C922 und C920. Auch sehr gute Cams, wobei ich die C920 ein Stück besser finde von der Grafik her. Also vom Bild her. So, jetzt gucken wir uns das mal an, wie es aussieht mit dem USB-Kabel. Der rastet hier gut ein. Also wie es jetzt ist mit dem Bildschirm, das ist, müssen wir dann halt gucken, aber macht einen festen Eindruck. Der Kabel ist aber sehr starr, muss ich mal gucken, wie wir den verlegen können.
Und ob das denn auch hinten drinne bleibt. Also ich habe jetzt hier so einen kleinen Schlitz. Seht ihr das? Nee, seht ihr nicht, doch da. Also es geht nicht komplett bis hinten an die Kamera ran. Es bleibt so ein Stück über. Nun weiß ich nicht, ob das so sein muss. Aber doch, sonst würde er ja nicht fest sein. Also wenn er locker wäre, dann würde das ja nicht... Man kann es auch nicht weiter raufschieben. Also das soll wohl so sein. Oh, da bin ich mal gespannt. So, haben wir hier Unboxing Hardware gleich in eben gemacht. Haben uns die Hardware auch gleich angeguckt. Ich werde die jetzt gleich anbauen. Dann nach Software gucken. Die Logitech Capture Software, die ist ja neu. Die habe ich ja schon drauf durch meine C920. Habe ich die ja schon drauf. Das ist auch eine sehr gute Software übrigens, was Logitech da rausgebracht hat. Aber seitdem haut die Originalsoftware von der C920 nicht mehr hin. Da gab es jetzt eine neue mit Einstellungen, hieß das nur. Cam-Einstellungen oder so. Achso, nee, ich wollte euch ja noch was zeigen. So. Und dann, wenn das dann hier so drauf ist, dann könnt ihr das praktisch runter machen. Und dann ist die Kamera blind sozusagen. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt bemerkbar macht im Stream. Ob ihr das feststellt, dass die Kamera sich verbessert hat, ob man das sieht, wie viel man sieht. Aber ich denke mal schon, weil die hat jetzt halt, wie gesagt, 60 FPS bei 1080p. Die hat einen weiteren Winkel. Also ich habe mich schon im Vorfeld bei der Logi, auf der Logitech-Webseite informiert, was sie hat und was sie kann. Also die Brio und die Brio Stream. Und da der Blickwinkel, also ist glaube ich 70 Grad oder 90 Grad. Ich weiß es nicht, weil es einen größeren Blickwinkel. Man kann mehr ranzoomen und es soll halt auch von der Qualität, soll das dann auch mit schwachem Licht soll es besser sein, wenn das Licht halt schwach ist. Das soll so wie die anderen auch ein bisschen verstärken, soll aber halt nicht zu doll sein. Da bin ich mal sehr gespannt. Vor allen Dingen mit dem Zoomen soll hier viel besser klappen. Das ist für Stream natürlich richtig gut, weil meine kann ich, ich benutze Streamlabs OBS zum Stream. Ich kann bei der C922 und bei der C920, wenn ich streame, kann ich auf die Kamera raufklicken im OBS, also im Streamlabs OBS und kann einmal ranzoomen. Dann geht sie so ein Stück ran und es wart. Im nur Software-Modus, also wenn ich nicht streame, sondern nur die normale Cam-Software anhabe, kann ich mehrmals ranzoomen. Das geht im Streamlabs OBS nicht. Jetzt bin ich gespannt, wie die Brio sich mit Streamlabs OBS schlägt und inwieweit Streamlabs OBS mit der Brio kompatibel ist, dass wir da vielleicht ein Stück mehr ranzoomen können. Das würde mir halt sehr gefallen. So, aber ich quatsche wieder zu viel. Wir sehen uns im nächsten Video. Den Link zur Cam haue ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich haue euch auch den Logitech-Link unten in die Videobeschreibung, dass ihr euch da mal ein bisschen zu durchlesen könnt. Die wichtigsten Punkte werde ich vielleicht auch unten in die Videobeschreibung machen, die vielleicht sehr interessant sind für euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Achso, ich mache dann später noch ein Video, wenn ich die ein bisschen getestet habe. Da gibt mir eine Woche oder so, dann kommt da das nächste Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, seid euer Odin.